Okay, also Block 14, Ersatzschaltung, Ersatzschaltbild, schließt eigentlich jetzt mit einem Gedanken ab, den wir eh die ganze Zeit schon verwenden und um den wir uns herumdrehen, aber formalisiert das Ganze ein bisschen. Eine Ersatzschaltung ist eine Schaltung, die sich elektrisch genauso verhält wie die ursprüngliche Schaltung. Das heißt, ich habe irgendwo aufgebaut eine Schaltung und da sind zwei Widerstände in Serie drinnen. Und jetzt zeichne ich eine Schaltung, wo ich nur einen Widerstand reinzeichne. Und da schreibe ich dann halt hin R1 plus R2. Und ich rechne mit dieser Schaltung. Das ist ja nicht die Schaltung, die ich habe. Sie verhält sich nur genauso. Und das ist schon ein wichtiger Unterschied, dass man sich darüber bewusst ist. Ich habe jetzt eine Ersatzschaltung, die verhält sich genauso, aber es ist nicht die gleiche Schaltung. Wenn ich diesen Widerstand jetzt hier irgendwie R1,2 beschrifte und dann suche ich auf meiner Leiterplatte den R1,2, dann werde ich den nicht finden, weil da gibt es eben nur einen R1 und einen R2. Und bei der Parallelschaltung habe ich eben auch. Das ist vielleicht meine echte Schaltung und dann habe ich die Ersatzschaltung. Ich kann es auch umdrehen, ich kann sagen, in Wirklichkeit habe ich sowas, aber aus irgendeinem Grund rechne ich es mit zwei parallelen Widerständen. Es kommt halt weniger oft vor, dass man eine Ersatzschaltung wählt, die komplizierter ist als die ursprüngliche. Also meistens verwendet man diesen Gedanken, um eine komplizierte Schaltung durch etwas zu ersetzen, was einfacher ist. So. Außer wenn man Prüfungsaufgaben erstellt, dann macht man es genau umgekehrt. Macht mir irgendwie so Spannungsquellen an einem Widerstand. Dann, naja, diesen Widerstand könnte man als Serienschaltung von zwei. Naja, den oberen könnte man als Parallelschaltung. Den rechten darf man wieder sehr. Jetzt, lieber Student, darfst du das ausrechnen. Gut. Und die grafische Darstellung so einer Ersatzschaltung wird dann eben Ersatzschaltbild genannt. Also wenn wir dann zum Beispiel über Transistoren reden, dann kann es sein, das kann man sich irgendwie auch vorstellen als gesteuerte Stromquelle und dann zeichne ich das so auf, dann ist das Ersatzschaltbild für etwas völlig anderes. Ja, und das ist die ganze Idee, um die es in diesem Block geht. Also mehr ist eigentlich nicht dahinter. Wozu braucht man Ersatzschaltung und welche Anwendungen fallen Ihnen ein? Genau, das wäre die Richtung von rechts nach links. Was wäre denn die Anwendung von links nach rechts? Die Lösung von den Brüchen zum Beispiel. Jawohl, so ist es. Und nicht nur von einem Prüfungsbeispiel. Also es kommt dann auch oft vor, wenn man nicht so die Praxis als Bastler. Nicht? Man möchte irgendein Problem lösen, man denkt sich, das hat schon sicher jemand gelöst, dann googelt man danach und dann findet man eine fertige Schaltung, wo jemand in einem komischen Forum behauptet, diese Schaltung täte, was man wollte. Und dann will man herausfinden, wie die so funktioniert und dann hat man halt solche Konstruktionen dahinter, weil der zum Beispiel ein halbes Kilo Ohm haben wollte und wir haben vorher die E-Reihe angeschaut, ein halbes Kilo Ohm gibt es nicht, aber ich kann ein Kilo Ohm und ein Kilo Ohm parallel nehmen, dann passt das. Wenn ich jetzt verstehen möchte, was diese Schaltung macht, dann streiche ich das mal durch und schreibe daneben hin 0,5 Kilo Ohm und die Schaltung wird gleich einfach. Also zum Verstehen, was Sachen machen, ist das sehr sinnvoll. Jetzt könnte man auch Ersatzschaltungen natürlich sich ausdenken, die nicht exakt das Gleiche machen, sondern nur bei einem gewissen Arbeitspunkt. Ihr erinnert euch das vorher mit der Linie, aber ich sagte mal, in dem Bereich schaut es aber schon irgendwie aus wie eine Spannungsquelle und ein Widerstand. Wofür könnte man sowas brauchen? Dass man Ersatzschaltungen nimmt, die halt quasi nur unter Einschränkungen sich gleich verhalten. Weil es einfacher zum Rechnen ist. Oder besser gesagt, weil es rechenbar wird. Also es gibt ganz, ganz viele Probleme, wo man gute Modelle hat für ein einzelnes Bauteil, aber man kann, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, kann man zeigen, es gibt keine algebraisch geschlossene Lösung für dieses Problem. Man kann das Universum kann Dinge, die kann man mit der Mathematik nicht genau berechnen, aber man kann es dann nähern quasi. Ja, oder in die andere Richtung, wenn ich etwas kostengünstiger produzieren möchte und sage, okay, ich werde das nur in diesem Bereich betreiben, muss ich es jetzt ja nicht allgemein gültig lösen. Genau. Also, aber denke ein bisschen weiter, das ist ein guter Punkt, wenn man quasi sagt, man will es nicht kostengünstig sagen, man will eh nur das Problem für den einen Ausschnitt lösen, aber wir haben vorher kurz, hatte ich es erwähnt, negative Widerstände, kann man mit Operationsverstärkern und so machen.
Jetzt mache ich zum Beispiel eine Schaltung, die zeichne ich mir auf und dann mache ich da irgendwo einen Widerstand und dann schreibe ich neben diesen Widerstand minus 5 Kilo. Kann ich jetzt zum Konrad gehen und sagen, ich hätte gern eine Schachtel mit minus 5 Kilo Ohm Widerständen? Die sagen dann, kein Problem, das kostet minus 15 Euro. Okay, das geht eben nicht. Also, das hat man auch manchmal, dass man sich quasi Bauteile ausdenkt, die idealisiert sind. Aber das gibt es halt so nicht. Wenn man es dann wirklich bauen möchte, dann muss man sich überlegen, okay, bei diesem negativen Widerstand, von welchen Spannungen reden wir denn da? Von welchen Strömen reden wir denn da? Und dann macht man eine entsprechende Ersatzschaltung, aber jetzt in die andere Richtung. Also man macht es eigentlich komplizierter, weil so ein negativer Widerstand ist super einfach zum Rechnen, er ist halt nur schwierig zum Einlöten. Und damit man dann was zum Einlöten kann, macht man eine kompliziertere Ersatzschaltung. Ich muss noch ein Beispiel. Ja. Wenn man einen Widerstand verwenden will, der sich ausgedacht hat, aber der hält den Strom nicht aus, weil er zu heiß wird, kann man stattdessen zwei Widerstände nehmen, dann wird an jedem nur die Hälfte der Wärme verbraten. Das kann funktionieren. Ja, genau. Ja. Also selbst gebaute Netzteile haben das oft, wenn man irgendwie nicht die man kauft, sondern irgendwelche Kits, die sich ein Bastler ausgedacht hat, die kann man dann selber zusammenlöten, dann hat man irgendwo den Widerstand, mit dem der Strom gemessen wird, der aus dem Netzteil rausgeht, wenn man eine Strombegrenzung haben muss. Wenn man den Strom begrenzen will, dann muss das Gerät ihn irgendwie messen können, damit sie sagen kann, jetzt ist Schluss. Und das ist dann so eine Batterie von irgendwie 10 parallelen 1-Ohm-Widerständen. Und überlegt man sich, warum tut man nicht einfach 0,1 Ohm einbauen, nicht? Und es gibt sogar 0,1 Ohm Widerstände, die viel Strom aushalten, aber die sind halt doch teurer, als einfach 10 mal einen 1 Ohm Widerstand zu nehmen. Und, das ist ein gutes Beispiel. Okay, dann haben wir noch diese Übung. Und die möchte ich jetzt tatsächlich noch machen. Dann sind wir, jetzt kommen wir auch noch. Also wir haben diese Übung hier. Wir haben, also damit quält man Menschen mit solchen Dingen. Aber das ist das ist die abgeschwächte Variante, denn alle Widerstände haben den gleichen Wert. Also wenn ich euch quälen wollte, dann würde ich sagen, der hat irgendwie 2 Kilo Ohm und der hat 1 und der hat 1,5 und dann wird es echt ekelhaft. Ich habe in einem Anhang beschrieben, wie das geht. Also wer das sich anschauen möchte, Anhang 3, Lösung des Widerstandswürfels auf Seite 174. Der Vollständigkeitshalber habe ich es gleich auf zwei verschiedene Arten gerechnet. Das eine war in einer Reihe von Äquivalenzumformen. Und das andere war mit Mitteln der Netzwerkanalyse, die wir erst kennenlernen werden in einem kommenden Block. Also man kann es auch quasi für beliebige Werte lösen. Das wollen wir jetzt aber nicht machen, sondern sie haben alle den gleichen Wert. Nämlich alle 1 Ohm, glaube ich. So, also, wie löst du das? Denkt mal drüber nach. Wir suchen einen Ersatzwiderstand von hier nach da, so diagonal von einer Ecke zur anderen in diesem Widerstandsbereich. Das ist knapp.
So, das heißt, verbinden die beiden miteinander. Verbinden die beiden miteinander. Und dann verbinden wir die beiden miteinander. So. Und wie geht es weiter? Das ist super übersichtlich, ja? So. Was nutzt das? Jetzt sieht man das parallel und was mit Serie geschaut. Ja, genau, es geht immer unterschiedlich weiter. Jetzt kann man aus Symmetriegründen davon ausgehen, dass auf jedem der eingezeichneten Niveaus die Spannung jeweils gleich ist, also kurz schließen und dann, drei in Serie geschaltete Parallelgruppen. Genau, also, ich wiederhole es nochmal. Da oben fließt ein Strom rein. Und wir sagen mal, da ist irgendwie der Strom teilt sich auf, diese drei Widerstände. Und wie er sich davon aufteilt, wie er sich aufteilt, hängt davon ab, wie dann die weitere Geschichte ausschaut. Und egal, wie wir da hineinschauen, es ist immer das gleiche Netzwerk, das kommt. Also es gibt quasi keinen Unterschied zwischen dem und dem. Ich könnte diesen Ast mit diesem Ast vertauschen. Oder ich könnte hier die Widerstände durchnummerieren. Ich könnte sagen R1, R2, R3. Und ich könnte jetzt fragen, welcher von denen ist der R1? Und das könnte mir keiner sagen, weil es nicht eindeutig ist. Weil ich kann sagen, der ist der R1, oder ich kann sagen, der ist der R1, oder ich kann sagen, der ist der R1. Ich habe immer diese Schaltung aufgezeichnet. Und aus dieser Symmetrieüberlegung, wenn durch diesen Widerstand der gleiche Strom fließt, und durch diesen Widerstand der gleiche Strom fließt, und durch diesen Widerstand der gleiche Strom fließt, und diese Widerstände alle gleich groß sind, dann muss an jedem die gleiche Spannung abfallen. Und damit habe ich hier das gleiche Potenzial wie hier und habe hier das gleiche Potenzial wie hier. Ihr erinnert euch, was habe ich heute ganz am Anfang gesagt, was passiert, wenn ich zwei Punkte mit einem Leiter verbinde, die am gleichen Potenzial liegen. Es passiert gar nichts. Das heißt, wenn ich diese Dinge verbinde, habe ich das Verhalten der Schaltung nicht verändert. Aber ich habe eine viel einfachere Ersatzschaltung kreiert. So, also wir verbinden da einfach so gerade durch und diese erste Stufe ist super einfach zu lösen. Das sind drei parallele Widerstände, die einfach hier noch einmal miteinander verbunden sind. Gut. Das geht aber eben nur dann, wenn der gleiche Wert über ist. Wenn der gleiche Wert, genau. Was ist der Trick? Und da habe ich gesagt, das ist die viel einfachere Variante, weil wir da genau das haben. Da haben wir bei allen Widerständen ein Ohm. Wenn ich da jetzt durchgehen würde und jedem einen anderen Wert gebe, dann funktioniert das hier nicht mehr. Und ich müsste das viel komplizierter rechnen. Und die gleiche Argumentation kann ich ja hier machen. Also ich kann jetzt entweder von oben kommen, oder ich kann natürlich auch sagen, naja, aber hier teilt sich der Strom, der da wieder rausfließt, auf. Und der muss sich gleich aufteilen, weil er die gleiche Spannung abfällt. Also ich kann auch das hier wieder zu einem großen leitenden Block machen. So. Okay. Das heißt, wir machen jetzt unsere erste Transformation von diesem komplizierten Netzwerk zu einem einfacheren. Nämlich einen Widerstand für diese Parallelschaltung, einen zweiten Widerstand für diese Parallelschaltung und einen dritten Widerstand für diese Parallelschaltung. So. Jeder dieser Widerstände hat ein Ohm. Was ist der Widerstand von dem her? Ein Drittel Ohm, genau. Was ist der Widerstandswert von dem hier? Ein Sechstel, weil ich ja jetzt sechs parallel habe. Ein Sechstel Ohm. Und hier wieder ein Drittel. Gut, jetzt machen wir von dieser Ersatzschaltung eine weitere Ersatzschaltung. Weil wir sagen, oh, das ist eine Serienschaltung, und Serienschaltungen können wir lösen. Und da addieren wir einfach auf, das heißt, wir sind jetzt quasi von
von dem auf diese Schaltung gekommen und von der Schaltung kommen wir jetzt auf eine noch einfachere Ersatzschaltung, nämlich einfach nur einen Widerstand. Und das ist super, also weil meine komplizierte Schaltung am Schluss hat man so eine Ersatzschaltung, das ist doch hübsch. Ja? So, und da haben wir ein Drittel Ohm plus ein Sechstel Ohm plus ein Drittel Ohm. Was ist das? 5/6. So. Gelöst. Na, das war doch gar nicht so schwer, oder? Das ist so ein typisches Prüfungsbeispiel, nämlich insofern, als dass das ein Beispiel ist, man schlagt aus, bist du wahnsinnig und die wollen, dass ich das rechne, aber man darf sich dann nicht quasi einschüchtern lassen und einfach mal nüchtern anschauen und dann kommt man drauf, das ist eh ganz leicht. Es schaut nur urerschreckend aus am Anfang. Gut. Gut, also worin liegt die Schwierigkeit beim Bestimmen der Ersatzschaltung des Widerstandswürfels aus verschiedenen Widerständen? Haben Sie das gemacht? Was ist die Schwierigkeit? Genau, die Symmetrieeigenschaften gehen verloren. Ich kann nicht mehr sagen, es ist wurscht, ob der R1 ist oder der R1 oder der R1, weil ich brauche nur die Widerstandswerte vergleichen. Und damit teilt sich das nicht mehr gleich, muss ich auf und damit kann ich nicht mehr das hier so machen. Also wenn die Widerstandswerte alle verschieden wären und ich würde dann hier irgendwie zwei Punkte miteinander verbinden, dann wird durch diese Verbindung in den meisten Fällen, man kann natürlich ganz raffinierte Widerstandswerte vielleicht wählen, aber in den meisten Fällen wird durch diese Verbindung dann Strom fließen und damit hätte man ja das Verhalten der Schaltung verändert. Und wenn die neue Schaltung ein anderes Verhalten zeigt als die andere Schaltung, ist es als Ersatzschaltung eher ungeeignet. Gut. Dazu Fragen. Fließt der Strom dann wirklich immer auf dem kürzesten Weg, also durch diese drei durch, weil es gibt ja auch vielleicht andere Wege, wie er dann noch durch die Gegend fließen könnte? Nein, er kann nur auf diesen Pfahlen fließen, zwischen ist halt Luft. Also, wenn das ein massiv gefüllter Würfel wäre, ein Kupferwürfel, aber... Er könnte auch über mehr als drei machen. Ja, wieder zurück und herum. Nein, erstmal oben und dann rum. Immer von Plus nach Minus. Und wir können jetzt quasi hier jeden Punkt eine Potenzial zuordnen. Sogar ziemlich einfach. Wir sagen einfach, also an den Punkt legen wir 0 Volt, also unser Ground-Ding an. Und dann wählen wir die Spannungen ganz raffiniert. 5/6 Volt. Und haben 1/3 Volt da, das abfällt, 1/6 Volt da, der abfällt, 1/3 Volt da, der abfällt. Und wir haben dann quasi hier immer bei jeder Vergrößerung proportional zum Widerstandswert. Entschuldigung. Das heißt, wir können quasi uns immer ausrechnen, da ist ein größeres Potenzial als hier. Das heißt, der Strom muss in die Richtung fließen. Hier ist ein größeres Potenzial als da, der Strom muss in die Richtung fließen. Hier ist ein größeres Potenzial als da, der Strom muss in die Richtung fließen. Und der fließt wirklich so durch und fließt nicht irgendwie so und dann wieder zurück, weil er lustig ist. Also müssten andere Bauteile involviert sein, rein unter die Widerstände. War das die Frage? Gut. Sonst noch Fragen? Wenn man hier tatsächlich von der Parallelität ausgeht, dann hat man ja vier parallele, immer jeweils vier parallele Widerstände. Man hat hier drei parallele. Diese 1, 2, 3, die sind parallel. Aha. Das heißt, auf dem Punkt, auf dem Punkt, auf dem Punkt habe ich das gleiche Potenzial. Ja, ich habe jetzt ganz mathematisch parallel gedacht. Also parallel. Du meinst geometrisch parallel. Nein. Geometrische Kanten, dann hätten wir 3 mal 4.
genau. Parallel meinen wir aber jetzt hier nicht quasi die geometrische Parallelität, sondern die topologische Parallelität, dass es quasi hier einen Punkt gibt und da einen Punkt und alle drei haben die gleiche Eigenschaft, dass sie nämlich eine Verbindung zwischen diesen beiden Punkten darstellen. Und dann sind sie parallel in diesem topologischen Sinn. Wenn man diese Widerstände eben anders verbinden würde, dann wäre es wieder was ganz anderes. Genau. Das ist halt ein sehr schönes Beispiel, weil es eben genau diese Symmetrieeigenschaften hat. Und das ist dann ganz spannend, sich sowas zu bilden. Ja? Na, die Formeln, das ist ein Missverständnis, das tut mir leid. Wo ist es? Hier. Was ich gemeint habe, ist, diese hübsche Formel wird komplizierter für drei Widerstände parallel. Aber hier setzt sich die untere Seite vom Bruch einfach so fort. Weil wir eben gleich haben, das ist irgendwie nicht so hübsch. Und das hat irgendwie eine größere Schönheit. Aber wenn es um mehr als nur zwei Widerstände geht, ist das unpraktikabel. Und das ist praktikabel. Sonst noch Fragen? Gibt es im Internet Beispiele, solche Rechenspielereien? Oder ist das nur... Also... Ich zeige euch wieder ein Programm von mir. Das ist, glaube ich, auch im Skriptum verlinkt. Ich schaue es jetzt selber nach, ob es im Skriptum verlinkt ist, bevor ich da jetzt irgendwelche Sachen bespreche. Software. Hier, der letzte Link, das ist auf einem anderen, auf einem anderen Repository, ist mein Trainingstool für Netzwerkanalyse. Klicken wir da mal drauf. Also wenn man das lustig findet, sich solche Sachen zu überlegen und zu rechnen, dann gibt es das Programmchen. Wo wir jetzt hier sagen, generate new problem. der denkt sich halt viele Probleme aus und fragt eben entweder nach einem Strom, dann ist irgendwo ein Pfeil eingezeichnet. Und natürlich rechnet er sich immer diese Lösung aus, keine Frage. Oder er fragt nach einer Spannung, dann sind zwei Punkte A und B eingezeichnet und die rechnet er sich natürlich auch aus und dann muss man eben diese Spannung bestimmen. Und wenn man sich ein bisschen für die Mathematik dahinter interessiert, gibt es dieses Generate Debug Output, wo man sieht, wie er das, welches Gleichungssystem er erzeugt, dass diese Schaltung, wie er dieses Gleichungssystem optimiert. Dann macht er Folgendes. Also im Grunde, was er macht, ist, er hat ein paar Topologien und ein paar Schemata für Schaltungen und eine schaut halt so aus. Und er wählt zufällig so ein Schema aus und das bewirft er dann zufällig mit Bauteilen und mit Verbindungen. Und dann fügt man ein paar Verbindungen zu, sodass nicht irgendwie ein Kabel ins Nichts hängt, sondern dass das irgendwie ein schön geschlossenes Ding ist. Dann schaut er, ob diese Schaltung überhaupt Sinn macht. Weil wenn ich irgendwie zwei Spannungsquellen zum Beispiel parallel habe und die eine sagt 5 Volt und die andere sagt 9 Volt, das funktioniert nicht. Das heißt, das hat keine mathematische Lösung, dann wirft er sie weg und nimmt etwas Neues. Dann, da kommt der spannende Teil, weil es sollen interessante Beispiele sein. Dann wird jede einzelne Spannung und jeder einzelne Strom in dieser Schaltung nach jedem Bauteilwert abgeleitet, um herauszufinden, welche Größe hängt wirklich von allen Bauteilen ab. Das ist ja irgendwie nicht hübsch, wenn ich irgendwie eine komplizierte Schaltung habe mit hunderten Widerständen und irgendwo einer Spannungsquelle und dann frage ich nach der Spannung an dieser Spannungsquelle. Nicht? Das ist ja. Und damit es noch ein bisschen lustig ist, gibt es einen Zufallsgenerator, der sagt, also er fragt nach Größen, die entweder von allen Bauteilen abhängen oder von allem außer einem.
Also manchmal gibt es dann quasi so ein Bauteil, der ist wurscht. Und das sieht man in diesem Kastel hier rechts, dass sie da, wo er herausgefunden hat, welche Größen voneinander unabhängig sind, und die fliegen dann raus, und nur das, was wirklich von all diesen Sachen abhängt. Und das sieht man hier, Remaining Questions U13. Also U13 ist die einzige Größe in dieser Schaltung, die wirklich von allem anderen abhängig ist. Also wenn er diese Schaltung hat, dann muss er nach der Spannung von diesen Punkten fragen. Für allen anderen kann er mindestens ein Bauteil wegwerfen, ohne dass es noch ein ohne dass das das Ergebnis verändert. Gut, also wenn man solche Probleme lösen möchte und das irgendwie üben möchte, wenn man diese Dinge aufstellt, dann gibt es da von mir diesen EE-Trainer. Man kann, wenn man besonders fleißig ist, kann man da sagen Generate Workbook und dann sagen wir irgendwie 10 Pages. So, und dann ist das da, das kann man sich dann noch ausdrucken. Also wenn man sich ausdruckt, kommt jedes auf eine einzelne Seite, damit man einen Platz zum Rechnen hat. Und man kann entweder mit dieser Problem Number hier die Lösung dann nachher rausfinden, oder man kann auch sagen, er soll es gleich mit den Lösungen ausdrucken. Und man schaut, ob beim Rechenweg das Richtige rauskommt. So. Die Komplexität kann man nicht einstellen, man muss so lange klicken, bis man was Passendes gefunden hat. Ja, das mit der Komplexität ist ein Problem. Das hätte ich ja gern gehabt, dass man irgendwie so auswählen kann, leicht, mittel, schwer. Aber es ist für mich deutlich einfacher gewesen, dieses Programm zu schreiben, das diese Beispiele erzeugt und die Beispiele automatisiert löst und die schwierige Frage findet, als dann etwas zu schreiben, was beurteilt, ob das Problem jetzt schwierig ist. Das ist und das hat unter anderem damit zu tun, dass das Computerprogramm diese Schaltungen anders löst, als das ein Mensch tun würde. Also wenn ich diese Schaltung zum Beispiel sehe, das Erste, was ich da vereinfachen würde, bei der Schaltung, was wäre das? Genau. Ja, jeder sagt diese drei Widerstände. Also Serienschaltung mache ich nur noch einen Widerstand. Ja, aber die beiden, ja genau, die kann man auch vereinfachen. Der Computer rechnet das halt ganz anders, nicht? Der Computer, Generate Debug Output, so. Der macht hier wirklich für jeden einzelnen Knoten eine Stromgleichung, so nach Kirchhoff. Und dann für jeden einzelnen Widerstand so eine Gleichung. Dem ist auch in der Phase noch relativ egal, dass irgendwie der Strom hier gleich sein muss dem Strom hier. Das ergibt sich quasi aus diesem Gleichungssystem, weil er da halt dort so eine Gleichung hat, wo er einfach nur zwei Ströme gleichsetzt. Und dann finde ich halt hier ein bisschen raus, was sich trivial vereinfachen lässt und komme dann auf ein kleineres Gleichungssystem. Aber es gibt viele Beispiele, die hier ein großes Gleichungssystem haben und trotzdem noch einfach zu lösen sind, weil man halt irgendwie weiß, mit dem oder mit dem Schmäh geht's. Also wir machen die meisten Schmähs hier nicht, aber man kann relativ viel machen, indem man für eine ganze Teilschaltung irgendwie versucht herauszufinden, wie ist dann die Ersatzschaltung von einer Spannungsquelle und einem Widerstand und diesen Dingen. Das kann das Programm nicht. Und da gibt es andere Probleme. Da geht überhaupt keiner dieser Tricks. Das Gleichungssystem, was halt hier rauskommt, ist irgendwie 5 Gleichungen und das ist eigentlich relativ klein verglichen mit dem da. Also das Programm könnte sagen, das muss was Einfaches sein. Ich kriege das runter auf 5 einfache Gleichungen. Aber 5 Gleichungen mit der Hand lösen, so eine 5x5 Matrix, das ist schon, da verrechnet man sich dann schon leicht, wenn die irgendwie relativ dicht gefüllt ist. Das heißt, das mit dem Herausfinden, das ist ein schwieriges oder ein leichtes Beispiel, das ist noch dem Übenden überlassen, sich so lange durchzuklicken, bis er ein Beispiel gefunden hat, das ihm gerade genehm ist. Gut. Könntest du die User das Ganze bewerten lassen? Ah ja. Ja, aber jeder, also ich glaube, es verwenden nicht so viele Leute und es gibt doch relativ viele Probleme. Das, was noch fällt, das fällt. Genau. Also,
Aber das ist vielleicht auch nicht blöd, so als Teil des Übens, dass man irgendwie abschätzen kann, man sieht eine Schaltung, kann ich das überhaupt lösen, kann ich das sehr schwer lösen oder bin ich viel schneller, wenn ich den Computer starte und die Schaltung abzeichne in einem Simulator und dann einfach so die Lösung finde. Okay, sonst noch Fragen für heute? Gut, ich glaube, das mit den Widerstandswürfeln und so, das war ein recht guter Kracher zum Aufhören. Ich bin noch da, falls noch Fragen kommen sollten. Und ansonsten sehen wir uns wieder, nicht genau in einem Monat. Bitte beachten, weil das nächste Mal ist diese Terminverschiebung. So, Elektronikkurs in das Wikimap. So. Genau. Das ist eine Woche vorher, weil nämlich am letzten Freitag ist irgendwann eine Party hier. Und im Augenblick haben wir jetzt gesagt, wir machen keine Experimentiergruppe, weil das der Termin von der Experimentiergruppe wäre. Jetzt haben mich aber einige Leute angesprochen, also wenn jetzt mehrere Leute sagen, sie möchten gerne Experimentiergruppe machen, dann machen wir das vielleicht eine Woche davor. Also der 16, 17, 15, danke. 22 minus 7, kein Problem. Okay, der 15. Dann schauen wir dann noch schnell auf die Kalenderseite, ob da nicht eh auch wieder irgendeine andere Party ist oder so. Passt. 15. ist jetzt gar nichts Großartiges eingetragen. Das heißt, wir würden dann am 15. die Experimentiergruppe machen und am 22. ist dann der Kurs. Gut, sage ich danke für heute. Vielen Dank.